Ganz herzlich willkommen Ihnen allen hier im Hotel Silber. Mein Name ist Friedemann Rinke. Ich habe wirklich nur die Aufgabe, die Freude vielmehr, wirklich nur drei Sätze am Anfang zu sagen, Sie willkommen zu heißen, liebes Publikum, unsere beiden Gäste willkommen zu heißen, Thomas Stöckle, Leiter der Gedenkstätte Grafeneck und natürlich unseren Hauptredner für heute, Professor Kinzig. Herr Stöckle ist so nett und wird einleitend ein paar Worte an Sie richten, in das Thema einleiten. Er wird es aber vor allen Dingen auch freundlicherweise übernehmen, unseren Gast heute Abend vorzustellen. Und dann sind wir gespannt auf den Vortrag. Einen kleinen Hinweis noch. Sie haben es hinten schon gesehen, steht eine Kamera. Wir zeichnen die Sendung auf und würden Sie, wenn es nicht irgendwelche Pannen gibt und so weiter, dann später auf unserer Webseite veröffentlichen. Es wird also nicht live gestreamt, sondern dann später veröffentlicht. Die Aufnahme stoppt nach dem Vortrag, wenn Sie die Gelegenheit haben, und ich hoffe und erwarte eigentlich fast, dass es viele Fragen gibt, wenn Sie Fragen stellen wollen an Herrn Stöckle, Herrn Kinzig, in dem Moment läuft die Kamera nicht mehr. Also Sie müssen also keine Sorge haben, dass, wenn Sie darüber Sorge hätten, dass Sie dann im Bilde wären. Also von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend und würde dann gleich an dich weitergehen, Thomas. Lieber Friedemann, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Kinzig, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich habe die Ehre, Sie und die Freude, Sie von der Gedenkstätte Grafeneck aus begrüßen zu dürfen. Und so mein Auftrag heute. Herr Kinzig, wir kennen uns schon sehr lange. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Es steht auch, ich habe es gerade gesehen, es steht auch schon oben wunderbar in all seiner epischen Breite. Sie lesen das Direktor des Instituts für Kriminologie, Lehrstuhl für Kriminologie, Straf- und, was ich besonders schön fand, Sanktionenrecht. Also ganz herzlich willkommen zu dem Vortrag. Sie lesen das, es geht um den Grafeneck-Prozess in Tübingen, der in Tübingen 1949 stattfand. Es war einer von zwei Grafeneck-Prozessen, also explizit zu Grafeneck. Es gab einen Freiburger Prozess und es gab diesen legendären Tübinger Prozess. Zu Herr Kinzig, er hat 2003 habilitiert in Freiburg, habe ich nochmal nachgelesen. Es ist seit 2005 an der Uni in Tübingen, 2006 eine Professur da erhalten und 2020, das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön, Wahl zum Vizepräsidenten der Kriminologischen Gesellschaft. Auch ein sehr, sehr, sehr schöner, sprechender und klingender Titel. Wir sind uns, glaube ich, begegnet. Sie kamen eines Tages an die Gedenkstätte Grafeneck oder genauer gesagt ins Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Grafeneck. Und ich glaube, mich zu erinnern, Sie hatten einen Baedeker Schwäbische Alb dabei. Das fand ich ganz, ganz toll. Manchmal weiß man ja nicht mehr, ob es eine Legende ist, aber es war so. Sie hatten den Baedeker in der Hand und wir kamen ins Gespräch und wir haben uns ausgetauscht und Sie haben erzählt, Sie sind ursprünglich aus Mainz. Stimmt das? Aus Mannheim, Entschuldigung. Aus Mannheim. Und ähnlich wie es mir im Beginn ging, als ich noch studiert habe und Geschichte studiert habe, ich wusste von Grafeneck aus meiner schulischen Zeit überhaupt nichts. Ich habe Sie überrascht mit dem Grafeneck-Prozess, der in Tübingen an Ihrer damaligen neuen Wirkungsstätte im Grunde genommen stattfand. Und so kam es zu einem sehr fruchtbaren Austausch. Und dann auch im 60. Jahr des Grafeneck-Prozesses, der war 1949, fand er statt. Und wenn man jetzt nachrechnet, war der 60. Jahrestag, war 2009. Und wir haben uns da zusammengefunden zu einem Symposium. Es war, glaube ich, ein halbtägiges Symposium an der Am. Es war oben im Alten Schloss, das war oben im Schloss, ganz genau. Und ich glaube sogar in dem Saal auch, wo der Grafeneck-Prozess 1949 stattgefunden hat. Und die Frucht dieses kleinen Symposiums ist ein kleines Buch geworden. Ich habe noch ein Exemplar dabei, das ist, glaube ich, inzwischen schon vergriffen. Sie sehen es, 60 Jahre Tübinger Grafeneck-Prozess. Und da gab es, wir zwei haben referiert, aber es gab auch noch viele andere Referenten, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf diesen Grafeneck-Prozess genommen haben. Ich kann mich noch entsinnen, es war der
Medizinethiker der Universität Tübingen. Es war der Dr. Lang, aus journalistischer Sicht, das fand ich auch sehr, sehr interessant, der über die Berichterstattung der damaligen Zeit hauptsächlich in den Printmedien, würden wir heute sagen, berichtet hat. Also ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein multithematisches Symposium. Zu Graf Neck und zu diesem Verbrechen muss ich nicht viel sagen, denke ich mal. Ich vermute mal, die meisten von Ihnen haben darüber gelesen, dieses Graf Neck 1940 an diesem Ort, der liegt ungefähr 60 Kilometer südlich von hier, wenn man Richtung Tübingen-Reutlingen fährt, im heutigen Landkreis Reutlingen auch gelegen, ungefähr auf halber Strecke zwischen Münzingen und dem ehemaligen, muss sagen, ehemaligen Truppenübungsplatz auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem weltbekannten Haupt- und Landgestüt Marbach. Und da zwischendrin liegt dieses Schloss Graf Neck auf einer Anhöhe. Man blickt runter nach Marbach und da entstand 50 Jahre nach den Verbrechen. Es wurden in diesem Jahr 1940, um das es ja heute maßgeblich geht, wo es um die Täter von Graf Neck geht, wurden 1940 10.654 Menschen ermordet. Und ein Strafrechtsprofessor in den 1960er Jahren, das war der Herbert Jäger, der hat in einem Buch, dessen Spezialgebiet war die Makrokriminalität, und der hat in einer Studie diese Verbrechen von Holocaust, aber auch von NS-Euthanasie als staatliche, arbeitsteilige Großverbrechen bezeichnet. Und heute sehen wir im Grunde genommen mehrere Täter, die Teil dieses staatlichen, arbeitsteiligen Großverbrechens waren, in unterschiedlichen Funktionen. Und ich freue mich auf den Vortrag und gebe Herrn Professor Kinzig das Wort und das Mikrofon. Oder Sie haben eins. Vorstellung. Ich habe hier eine Einleitung mit einer Vorbemerkung, das haben Sie mir fast alles jetzt schon kein Problem weggenommen. Ich bin aber dabei, hart sozusagen, ich trage das jetzt trotzdem so vor, ich kann es ja dann noch ergänzen. Also sehr geehrte Damen und Herren, zunächst eine kleine persönliche Vorbemerkung, die Herr Stöckle teilweise schon vorweggenommen hat. Mit der juristischen Aufarbeitung der NS-Euthanasie stimmt, was Sie gesagt haben, bin ich zufällig in Berührung gekommen, kann man sagen. Nachdem ich im Jahr 2006 an die Universität Tübingen berufen wurde, wurden meine Frau und ich auf die erste Vernichtungsanstalt Grafeneck, ein im Übrigen ja sehr idyllisch, fanden wir damals und heute auch noch, auf der Schwäbischen Alb gelegener Ort aufmerksam, als wir, jetzt kommt der berühmte Baedeker, als wir mit dem Baedeker durch die Lande zogen und unsere neue schwäbische Heimat erkundeten. Der tiefe Eindruck, den das Schloss, dazu muss man sagen, dass es immer noch ein Wohnort ist, ja, für nicht mehr, das ist die Neuentwicklung, aber das war damals auch Eindruck, ein Wohnort auch für gehandicapte Personen damals. Und die Gedenkstätte auf mich machten, war dann der Grund dafür, wenig später mit einer Gruppe von Studierenden der Rechtswissenschaften wiederzukommen. Daraus resultierte eine Zusammenarbeit mit dem Leiter der Einrichtung, Herrn Stöckle, die im Jahr 2009, auch das wurde schon gesagt, zur Veranstaltung eines Symposiums anlässlich der 60-jährigen Wiederkehr des Grafeneck-Prozesses und zur Veröffentlichung eines Tagungsbandes führte, den Sie hier sehen. Im Grafeneck-Prozess wurden im Jahr 1949 einige für die Vernichtung dieser gehandicapten Menschen Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Bei der näheren Beschäftigung mit der Materie wurde mir dann bewusst, dass die juristische Aufarbeitung des Euthanasieunrechts bisher nicht aus rechtswissenschaftlicher Perspektive analysiert worden war. Zum Glück fand ich dann Jahre später eine Doktorandin, Frau Dr. Burkhardt, jetzt verheiratete Wendelstein, die sich dieser Herausforderung angenommen und im Jahr 2015 über dieses Thema promoviert hat. Das ist ein dickes Buch geworden.
Hier sehen Sie das Cover des Buches, das bei Mohr Siebeck erschienen ist. Auf die Erkenntnisse von Frau Burkhardt stützt sich der erste Teil meines Vortrags. Beginnen werde ich nach dieser Einleitung zunächst mit nationalen Aspekten der justiziellen Aufarbeitung des NS-Euthanasie-Unrechts. Dabei werde ich Ihnen zur besseren Einordnung des Grafeneck-Prozesses zunächst einige eher nüchterne Zahlen und Fakten zur Euthanasie-Rechtsprechung präsentieren. Im Anschluss werde ich anhand der 5 juristischen Problemkreise einschlägige Rechtsgrundlage, Form der Beteiligung, Täter oder Gehilfe, Rechtfertigung der Tatbeiträge, mögliche Entschuldigung und der sogenannte stille Widerstand, die sogenannten Ergebnisse dieser Rechtsprechung präsentieren. Unter dem Abschnitt Römisch 3 werde ich mich dann dem Grafeneck-Prozess vor dem Landgericht Tübingen zuwenden. Hier stehen die Angeklagten, ihre Taten und die Urteile im Mittelpunkt meiner Ausführungen. Am Ende meines Vortrages werde ich dann mich um ein kleines Fazit bemühen. Noch eine letzte wichtige Vorbemerkung: Ich bin kein Rechtshistoriker. Ich bin nicht mal ein Historiker. Die Historiker sitzen hier. Meine besondere Expertise liegt in der Kriminologie und im Strafrecht, wobei sich gerade die Kriminologie um die Erforschung der Ursachen von Straftaten bemüht. Ich habe in der Vorbereitung die Diskussion gesehen, die Sie geführt haben hier im Haus der Geschichte mit dem Stichwort Täterforschung, was ich eigentlich bis letzte Woche noch nicht gar nicht kannte, muss ich zugeben. Und ich dachte, also da bestehen schon ganz deutliche Verbindungen natürlich zur Kriminologie, weil wir uns ja auch mit den Ursachen von Straftaten beschäftigen. Sehen Sie es mir also nach, sollte ich auf etwaige Fragen zur historischen Aufarbeitung nicht durchweg befriedigende Antworten finden. Aber wie gesagt, die Experten sitzen rechts und links. Dennoch hoffe ich, dass Herr Rinke seine Einladung zu meinem Vortrag, für die ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke, nicht bereuen wird. Zunächst zu einigen, wie gesagt, eher nüchtern wirkenden Zahlen und Fakten zur deutschen Euthanasie-Rechtsprechung, Euthanasie immer in Anführungszeichen, die Frau Burkhardt im Rahmen ihrer Dissertation herausgearbeitet hat. Lassen Sie mich mit einigen Fakten zu Zeit, Ort und Gegenstand der Euthanasie-Verfahren beginnen. Bekannt sind heute 35 Strafverfahren, in denen deutsche Gerichte über den Tatkomplex Euthanasie verhandelt haben. Die gab es ja nicht nur in Grafeneck, sondern später in anderen Vernichtungsstätten auch. Und die durch ein Urteil beendet wurden. Daneben gab es zahlreiche weitere Verfahren, die von den Ermittlungsbehörden entweder schon gar nicht bis zur Anklage gebracht oder die von den Gerichten aus unterschiedlichen Gründen eingestellt wurden. Sie wissen vielleicht, strafprozessual gibt es erst ein Ermittlungsverfahren, dann kann das eingestellt werden oder es wird angeklagt und dann kann es zu einem Gerichtsverfahren kommen. Der große Teil dieser Euthanasieverfahren wurde unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den Jahren 1946 bis 1949 geführt. Die gesamte gerichtliche Aufarbeitung dauerte jedoch wesentlich länger. Insgesamt wurde über die Euthanasieverbrechen des Dritten Reichs, und das ist schon erstaunlich und hat mich jetzt wieder erstaunt nochmal in der Vorbereitung, mehr als 40 Jahre lang Gericht gehalten. Der erste Prozess endete im März 1946 durch ein Urteil des Landgerichts Berlin. Die letzte Entscheidung zu diesem Komplex fällte der Bundesgerichtshof erst im Dezember 1988, also für die Älteren unter uns wie ich. Ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Das längste Euthanasieverfahren fand vor dem Landgericht Frankfurt statt und dauerte aufgrund einer Verschleppungstaktik der angeklagten Assistenzärzte von 1967 bis 1988 und damit fast 22 Jahre lang. Das ist eigentlich ziemlich unvorstellbar.
Etwa ein Drittel der Verfahren wurde in der sowjetischen Besatzungszone bzw. auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geführt. Die anderen zwei Drittel fanden in den westlichen Besatzungszonen und in der Bundesrepublik Deutschland statt. Inhaltlich befassten sich die deutschen Gerichte nicht nur mit der Aufarbeitung der bekannten Aktion T4, weil die durchgeführt wurde aus der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Wenn Sie mal in die Philharmonie gehen in Berlin, da ist dieses Denkmal, was es auch erst seit einigen Jahren gibt, ist direkt nebendran. Praktisch neben der Philharmonie in Berlin kann man sich angucken, ist offen und zugänglich. Sondern auch mit der Kindereuthanasie und der bis heute wenig erforschten sogenannten wilden Euthanasie. Kommen wir zu den insgesamt 149 Angeklagten, jetzt in allen Euthanasieverfahren, die im Mittelpunkt der Strafverfahren standen. Diese können 5 Gruppen zugeordnet werden, die sich mit unterschiedlichen, jedoch für die jeweilige Gruppe typischen Tatbeiträgen am Anstaltsmord beteiligten. Die Führungspersonen des Euthanasieprogramms waren, so kann man sagen, die Euthanasiefunktionäre. Ihnen oblag die Organisation und Verwaltung des Anstaltsmords. Ebenfalls auf der organisatorischen Ebene tätig waren die mittleren Verwaltungsbeamten, die in den Länder-, Bezirks- und Provinzialverwaltungen arbeiteten. Sie übernahmen die Position von Vermittlern zwischen den Euthanasiefunktionären im fernen Berlin, könnte man sagen, und den Heil- und Pflegeanstalten vor Ort. Eine Heil- und Pflegeanstalt, zum Beispiel Zwiefalten, ist ja heute auch noch Zentrum für Psychiatrie, ganz in der Nähe der berühmten Barockkirche. Diese Beamte trugen beispielsweise dafür Sorge, dass die aus Berlin kommenden Weisungen auch umgesetzt wurden. Im Grafeneck-Prozess ist der Angeklagte Otto Maute dieser Hierarchieebene zuzurechnen. Die Tätergruppe der Ärzte ist recht groß und umfasst neben den Tötungsärzten auch die Ärzte der sogenannten Zwischenanstalten und der regulären Heil- und Pflegeanstalten, wo die Behinderten sozusagen untergebracht waren, in denen keine Tötungen vorgenommen wurden. Der Tatvorwurf, der den Tötungsärzten gemacht wurde, liegt ja auf der Hand. Sie öffneten die Gashähne in den Gaskammern der T4-Tötungsanstalten beziehungsweise gaben im Rahmen der Kindereuthanasie und der wilden Euthanasie dem Pflegepersonal die Anweisung, die Opfer durch Giftinjektionen zu töten. Den angeklagten Ärzten, die in den Zwischenanstalten und den regulären Heil- und Pflegeanstalten tätig gewesen waren, konnte keine direkte Beteiligung am Tötungsgeschehen vorgeworfen werden. Stattdessen wurden sie zur Rechenschaft gezogen, weil sie ihre Patienten den Tötungsanstalten zugeführt und dadurch letztlich deren Tod ermöglicht hatten. Im Grafeneck-Prozess standen die angeklagten Ärzte Alfons Stegmann, Martha Fauser und Max Eirich vor Gericht. Zudem wurde zum Teil einfaches Pflegepersonal angeklagt, wobei Pflegepersonal mit dem Ausdruck tue ich mich in dem Zusammenhang immer ein bisschen schwer. Das Pflegepersonal war in den T4-Tötungsanstalten für den Weg der Opfer von der Ankunft bis in die Gaskammern verantwortlich. Im Rahmen der Kindereuthanasie und der wilden Euthanasie verabreichte das Pflegepersonal den Opfern die tödlichen Giftdosen. 2 der Tübinger Angeklagten gehörten zu dieser Berufsgruppe, nämlich Heinrich Unverhau und Maria Appinger. Das technische Personal, zu dem im Grafeneck-Prozess die Angeklagten Jakob Wöger und Hermann Holzschuh zu zählen sind, sorgte für die innere Ordnung in den Tötungsanstalten oder half bei der bürokratischen Verschleierung des Massenmords. Man versuchte das, so gut es ging, natürlich geheim zu halten. Versucht man, die deutschlandweit angeklagten Personen nach Berufsgruppen zu quantifizieren, fällt auf, dass mit lediglich 6 Angeklagten aus der Gruppe der obersten Euthanasiefunktionäre und mit 9 Angeklagten aus der Gruppe der mittleren Verwaltungsbeamten nur sehr wenige Führungspersonen vor Gericht standen.
zahlenmäßig deutlich stärker vertreten waren in den Prozessen die unmittelbar vor Ort tätigen Berufsgruppen. Die Ärzteschaft stellte immerhin 42 Angeklagte, das Pflegepersonal mit 73 Personen, sogar fast die Hälfte der 149 Angeklagten. Besonders Interesse weckt bei jedem Strafprozess dessen Ausgang. Dies gilt in besonderem Maße für Verfahren, die nationalsozialistische Großverbrechen zum Gegenstand haben. Die Verfahrensausgänge weisen bei der Euthanasie-Rechtsprechung einige Besonderheiten auf. Nur etwa die Hälfte der 149 Angeklagten, um genau zu sein 72 Personen, wurde zu einer Strafe verurteilt. Der Rest wurde freigesprochen. Oder das Verfahren zum Beispiel wegen Verhandlungsunfähigkeit oder Verjährung eingestellt. Wenn man das mit heute vergleicht, wenn Sie im Strafverfahren angeklagt werden, Ihnen das mal passieren sollte, dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, inzwischen auch verurteilt zu werden. Heute ist die Freispruchrate, ich weiß es nicht, 100% im Kopf, aber ungefähr bei 4%. Im Gegenteil dazu ist es natürlich deutlich höher. Die ausgeurteilten Strafen reichten von der Verhängung der Todesstrafe, die es ja noch bis 49 gab, in 13 Fällen bis zu einer recht kurzen Freiheitsstrafe von 10 Monaten. Erstaunlich ist, dass die zeitigen Freiheitsstrafen zwischen 2 und 4 Jahren mit 24 Verurteilten dominieren, obwohl fast ausschließlich wegen Tötungsdelikten verurteilt wurde. Die verhängten Sanktionen fielen somit in der Mehrzahl der Fälle verhältnismäßig gering aus. Entgegen weit verbreiteter Ansicht gibt es in der deutschen Euthanasie-Rechtsprechung keinen allgemeinen Trend zu immer mehr Freisprüchen. Jedoch fällt auf, dass die Freisprüche bis zum Jahr 1949 überwiegend aus tatsächlichen Gründen erfolgten. Also man konnte die Beteiligung nicht nachweisen, dass die dabei waren sozusagen. Während ab den 1950er Jahren tendenziell aus rechtlichen Gründen freigesprochen wurde. Rund ein Drittel der Angeklagten wurde aus tatsächlichen und immerhin zwei Drittel aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Das bedeutet, dass zumeist sehr wohl mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass sich die Angeklagten tatsächlich vorsätzlich am Euthanasieprogramm beteiligt hatten. Dennoch sprachen die Gerichte diese Personen in der Folge frei, weil sie ihnen zum Beispiel einen Nötigungsnotstand zubilligten, fehlendes Unrechtsbewusstsein attestierten oder ihnen abnahmen, ausschließlich aus Widerstandszwecken an den Tötungshandlungen teilgenommen zu haben. Ich werde das gleich noch ein bisschen erklären. Festzuhalten ist auch, dass vor ostdeutschen Gerichten wesentlich weniger Freisprüche erfolgten, als dies in Westdeutschland der Fall war. Dieser Unterschied ist damit zu erklären, dass die juristische Bewältigung des NS-Unrechts in der sowjetischen Besatzungszone radikaler vonstatten ging. Freisprüche aus Rechtsgründen, die in den westdeutschen Zonen mehr als die Hälfte der Freisprüche ausmachten, wir haben es gesehen, gab es auf dem Gebiet der ehemaligen DDR nicht. Bemerkenswert ist schließlich, dass die einzige Tätergruppe, in der keinerlei Freispruch erfolgte, diejenige der Euthanasiefunktionäre ist. Diese Gruppe war jedoch, wir haben das schon gesehen, mit nur 6 Personen zahlenmäßig klein. Verhältnismäßig wenig Freisprüche ergingen auch beim Pflegepersonal, von dem lediglich 32 der 73 Angeklagten freigesprochen wurden. In der Gruppe der Ärzte liegt der Anteil der Freigesprochenen dagegen höher und immerhin, Sie sehen es hier in der Mitte, bei fast der Hälfte. Erstaunlich viele Freisprüche wurden der Gruppe der mittleren Verwaltungsbeamten zuteil. Hier wurden lediglich 2 von allerdings nur 9 Angeklagten verurteilt. Lassen Sie mich nun einen Blick auf die 5 zentralen Rechtsfragen des materiellen Strafrechts werfen, die sich in den genannten Verfahren stellten. Ich versuche es einigermaßen einfach zu machen, ich kann Sie aber damit trösten, das ist auch für den Jurist alles eine schwierige Materie und sumpfiges Terrain, hätte ich beinahe gesagt. Beginnen möchte ich mit der wichtigen Frage nach der einschlägigen Rechtsgrundlage.
Die Richter konnten zur Aburteilung der Euthanasieverbrechen nicht nur auf das ihnen vertraute, seit dem Jahr 1871 gültige deutsche Strafgesetzbuch zurückgreifen, gilt bis heute, sondern auch auf das seit Dezember 1945 geltende alliierte Kontrollratsgesetz Nummer 10, kurz das KRG Nummer 10. Innerhalb des Strafgesetzbuches waren die Tötungsdelikte einschlägig. Paragraph 211, das ist heute noch so, des Strafgesetzbuches stellte den Mord und Paragraph 212 StGB den Totschlag unter Strafe. Beide Tatbestände unterscheiden sich noch heute dadurch, dass eine Verurteilung wegen Mordes das Vorliegen bestimmter Mordmerkmale voraussetzt. Heimtücke dürften vielleicht die meisten kennen. Niedrige Beweggründe. Der wichtigste Unterschied liegt jedoch auf der Rechtsfolgenseite. Mord hatte bis zur offiziellen Abschaffung dieser Sanktion durch das Grundgesetz im Jahr 1949 die Todesstrafe zur Folge, seitdem nur, aber immerhin die lebenslange Freiheitsstrafe. Der Totschlag sah hingegen einen wesentlich geringeren Mindeststrafrahmen von nur 5 bis heute 15 Jahren vor. Innerhalb des Kontrollratsgesetzes Nummer 10 war allein der Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit einschlägig. Auf der Rechtsfolgenseite stand dem Gericht ein sehr weiter Strafrahmen, das ist eigentlich heute fast für einen Juristen unfassbar, von der Geldstrafe bis zur Todesstrafe zur Verfügung. Das ist eigentlich alles oder nichts, würde ich sagen. Innerhalb dessen es die Strafe nach seinem freien Ermessen festsetzen konnte. Das KRG Nummer 10 konnte nur in der britischen, der französischen und der sowjetischen Besatzungszone und zudem nur zwischen den Jahren 46 und 55 als alternative Rechtsgrundlage zum Strafgesetzbuch herangezogen werden. Also erste Frage beschäftigt sich damit, auf welcher Grundlage müssen die Leute eigentlich verurteilt werden? Gar nicht so einfach. Heute ist das relativ klar, damals jedenfalls nicht. Widmen wir uns dem nächsten Punkt, der Beteiligungsform. Die Wahl der Beteiligungsform, also die Abgrenzung zwischen Täterschaft und bloßer Beihilfe, gibt es bis heute, hatte nur für die 39 Verurteilungen Bedeutung, die ausschließlich auf der Rechtsgrundlage des Strafgesetzbuchs ergingen. Warum? Weil das Strafgesetzbuch für die Beteiligungsform der Beihilfe eine Milderung des Strafrahmens vorsah. Ist heute noch so, wenn Sie nur helfen bei der Tötung, werden Sie geringer bestraft als der, der tötet, salopp gesagt. Zum Beispiel war die Beihilfe zum Mord nicht mit lebenslanger Freiheitsstrafe, sondern nur mit einer Freiheitsstrafe von 3 bis 15 Jahren bedroht. Die Rechtsprechung nahm in 20 Fällen und damit bei etwas mehr als der Hälfte der nach deutschem Strafrecht Verurteilten lediglich eine Beihilfe zu den Tötungen an. Auffallend ist, dass selbst die Euthanasiefunktionäre, wir werden das noch sehen in Grafeneck, die als die Hauptverantwortlichen des Anstaltsmords führende Aufgaben wahrnahmen, ausschließlich wegen Teilnahme verurteilt wurden. In zeitlicher Hinsicht fällt auf, dass nach dem Jahr 1968 nur noch ausschließlich wegen Teilnahme verurteilt wurde, nicht mehr wegen Täterschaft. Erklärbar ist dies damit, dass der mildere Tatbestand des Totschlags danach verjährt war und die Gerichte bei der Annahme eines täterschaftlich begangenen Mordes zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe hätten verhängen müssen. Die Verurteilung wegen Beihilfe ermöglichte dagegen die Verhängung relativ niedriger Freiheitsstrafen. Also es hat auch immer was mit dem Strafrahmen zu tun, ja, um Täterschaft oder nur Gehilfenschaft. Statistisch gesehen wurde bei circa 2/3 der wegen Beihilfe verurteilten Personen auf eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren erkannt. Auf der Rechtfertigungsebene, die Juristen unterscheiden zwischen Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld, und auf der Rechtswidrigkeits-Rechtfertigungsebene kann man zum Beispiel anführen, man hat aus Notwehr gehandelt, dann wäre man gerechtfertigt und wäre straflos. Also auf der Rechtfertigungsebene
beriefen sich viele Angeklagte darauf, sie hätten geglaubt, die Tötungen seien durch einen Führererlass Hitlers gerechtfertigt und daher straflos gewesen. Hier sehen Sie diesen sehr knapp formulierten Führererlass. Tatsächlich existierte ein Erlass Hitlers vom 1. September 1939, der als Rechtfertigungsgrund für die Durchführung des Euthanasie-Programmes in Betracht kam. Jedoch lehnte die gesamte Rechtsprechung eine Rechtfertigung der Tatbeiträge durch den Führererlass ab, indem sie die formelle und materielle Wirksamkeit und damit die rechtliche Verbindlichkeit dieses Erlasses verneinte. Also darauf haben sich die Gerichte in ganz Deutschland durch alle Zeiten nicht eingelassen, könnte man sagen. Die formelle Rechtswidrigkeit machten viele Gerichte schon an der fehlenden Rechtsetzungskompetenz Hitlers fest. Kann ein Staatsführer einfach so einen Erlass in die Welt setzen? Zusätzlich stellten sie darauf ab, dass der Führererlass weder vom zuständigen Minister gegengezeichnet noch im Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden war. Bei uns auch noch heute, wenn es ein neues Gesetz gibt. Heute Morgen war es im Radio, 3 neue Strafvorschriften, wenn Sie Radio gehört haben, dann kommt es ins Bundesgesetzblatt. Ja, kann jeder Mann, jede Frau nachlesen. Die materielle Rechtswidrigkeit begründete die Euthanasie-Rechtsprechung mit übergesetzlichen Erwägungen. Einstimmig gingen die Gerichte entsprechend der sogenannten Radbruchschen Formel. Radbruch war ein berühmter Jurist, auch ganz ehrenhaft, auch Justizminister gewesen, davon aus, dass jedes Gesetz am Maßstab des übergesetzlichen Naturrechts zu messen sei. Der Führererlass habe gegen die übergesetzliche Naturrechtsnorm der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens und das Verbot der willkürlichen Tötung Unschuldiger verstoßen. Auch aus diesem Grund sei der Führererlass kein geltendes Recht gewesen. Gab es bei der Aufarbeitung der DDR-Mauerschützenprozesse genauso dieselbe Diskussion eigentlich? Konnten die damals jungen Leute in der DDR sagen, ja, da gab es aber doch eine Anweisung der Nationalen Volksarmee oder da sogar ein Grenzschutzgesetz, ich darf schießen, wenn jemand die Republik verlässt? Und dann ist die spannende Frage, was noch heute, eigentlich auch eine rechtsphilosophische Frage, erlauben wir dann den Leuten, dass sie sich darauf berufen, auf das geschriebene Gesetz, oder muten wir ihnen zu, dass wir sagen, halt, da gibt es noch etwas darüber, naturgesetzliche Maßstäbe, dass niemand auf jemand einfach so schießen kann, der ein Land verlässt. Selbe oder ganz ähnliche Diskussion bei natürlich nicht vergleichbarem Unrecht. Um ihr Handeln juristisch zu entschuldigen, behaupteten viele Angeklagte, sie hätten die Rechtswidrigkeit des eigenen Tatbeitrags nicht erkennen können, denn sie hätten an die Existenz und die Verbindlichkeit des Führererlasses und damit an die Rechtmäßigkeit ihres Handelns geglaubt. Juristisch stellt sich damit die Frage nach einem fehlenden Unrechtsbewusstsein. Gab die Formel, was früher Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Ja, gab es ja noch in den 70er, Filbinger, in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren. Auch argumentierten viele Beschuldigte damit, ihnen sei für den Fall einer Verweigerung der Teilnahme an dem Euthanasieprogramm mit der Verbringung in ein KZ und damit mit dem Tode gedroht worden. So hätten sie nur mitgemacht, um ihr eigenes Leben zu schützen. Damit stand eine Entschuldigung wegen sogenannten Nötigungsnotstandes im Raum. Das Verteidigungsvorbringen des fehlenden Unrechtsbewusstseins ließ die frühe Euthanasie-Rechtsprechung nicht gelten. Regelmäßig bejahte sie das Bewusstsein der Angeklagten, Unrecht zu tun, weil die Angeklagten zum Beispiel aussagten, sie hätten seelisch unter ihrem Handeln gelitten. Die überlegen, wenn man seelisch leidet, dann wahrscheinlich ja nur, weil man denkt, das ist nicht in Ordnung, was ich da mache. Ab dem Jahr 1952 erfolgten jedoch vermehrt Freisprüche, die auf der Begründung basierten, die Angeklagten hätten die Rechtswidrigkeit ihres Handelns nicht erkennen können. Quantitativ machen die 24 Freisprüche wegen fehlenden Unrechtsbewusstseins etwa ein Drittel aller Freisprüche aus, wobei im Wesentlichen das Pflege- und das technische Personal von dieser Entschuldigung profitierten.
Das Vorliegen einer entschuldigten Notstandslage lehnte die überwiegende Euthanasie-Rechtsprechung bereits aus tatsächlichen Gründen ab. Aufgrund zahlreicher Einzelbeispiele hielten es die Gerichte nicht für ausreichend dargelegt, dass die Angeklagten gegen ihren ausdrücklich erklärten Willen durch schwere Drohungen zur Teilnahme am Euthanasieprogramm gezwungen worden waren. Also das glaubte man denen nicht, dieser Einwand. Insgesamt wurden daher lediglich 5 Angeklagte aus Notstandsgesichtspunkten freigesprochen. Während 26 Angeklagte aus tatsächlichen Gründen freigesprochen wurden, kam 18 ein sogenannter stiller Widerstand zugute. Was sich dahinter verbirgt, will ich nunmehr noch kurz erläutern. Eine Besonderheit der westdeutschen Euthanasieprozesse und zugleich das letzte der 5 materiell-rechtlichen Probleme ist das Verteidigungsvorbringen des sogenannten stillen Widerstands. Dieses beschreibt die Einlassung der Angeklagten, sie hätten sich nach reiflicher Überlegung und trotz schwerer Gewissenskämpfe ausschließlich aus Widerstandsgründen dazu entschlossen, am Euthanasieprogramm teilzunehmen. Ziel sei es gewesen, dadurch so vielen Menschen wie möglich das Leben zu retten. Hätten sie eine Mitarbeit verweigert, wären andere, den staatlichen Vernichtungsplänen positiv gesonnene Personen an ihre Stelle getreten. Dann aber hätte sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Dieser Verteidigungseinwand führte in dem eng begrenzten Zeitraum von 1948 bis 1953 in Westdeutschland für immerhin 18 Angeklagte zu einem Freispruch und spielte damit quantitativ eine relativ große Rolle. Auffallend ist, dass allein die mittleren Verwaltungsbeamten und die Ärzteschaft in den Genuss eines auf diesen Grund gestützten Freispruchs kamen. An dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit. Betrachtet man die ost- und westdeutsche Euthanasie-Rechtsprechung, fallen zunächst die geringe Zahl der Angeklagten, 149 haben wir gesehen, und die noch viel geringere Zahl rechtskräftiger Verurteilungen auf, von den 149 ungefähr nochmal die Hälfte. Diese stehen im krassen Widerspruch zu der Fülle der tatsächlich Beteiligten sowie den Zehntausenden von Opfern. Ich habe gestern nochmal versucht nachzuvollziehen, wie viele Opfer das insgesamt waren und habe festgestellt, aber die Historiker wissen es vielleicht besser, das scheint gar nicht so einfach zu sein. Ja. Also es sind jedenfalls Zehntausende, möglicherweise noch deutlich mehr. Auffallend ist weiter, dass schwerpunktmäßig die Personengruppen vor Gericht standen, die in untergeordneten Positionen in das Euthanasieprogramm involviert waren. Festzuhalten ist auch, dass die Rechtsprechung in Ostdeutschland die Angeklagten auf der Grundlage des alliierten Kontrollratsgesetzes konsequent zu vergleichsweise hohen Strafen verurteilte. Solche wurden auf westdeutschem Boden lediglich zu Beginn der Euthanasie-Rechtsprechung verhängt. Stattdessen waren die westdeutschen Gerichte ab den 1950er Jahren bemüht, durch juristische Konstruktionen entweder die Strafe zu mildern oder die Angeklagten aus rechtlichen Gründen sogar ganz freizusprechen. Die beliebtesten Wege für eine Strafmilderung waren die Annahme von Totschlag anstelle von Mord sowie von Beihilfe anstelle von Täterschaft. Die Freisprüche aus rechtlichen Gründen wurden möglich, indem die Gerichte das Bewusstsein der Angeklagten, Unrecht zu tun, verneinten oder eine Beteiligung ausschließlich zu Zwecken des Widerstands bejahten. Sie sehen hier vom Staatsarchiv in Sigmaringen die erste Seite oder praktisch die erste Seite der Urteilsurkunde des Grafeneck-Prozesses. Ich beschäftige mich eigentlich mit Grafeneck und mit Euthanasie immer mal nur so in Wellen, ja, weil ich hauptberuflich ja was anderes mache. Und ich habe es im Vorgespräch gesagt, was schon faszinierend ist, ist auch zu sehen, dass die Geschichtswissenschaft so große Fortschritte dank der Digitalisierung macht. Ich war so begeistert, Sie können sich diese ganzen Akten mit so 3 Mausklicks, können sich das alles jetzt inzwischen angucken. Und ich dachte, wenn ich mal eine Lücke habe und viel Zeit habe, dann das würde mich nochmal interessieren, das tatsächlich nochmal die ganzen Prozessakten anzuschauen. Aber zurück zum Beginn des Urteilstextes. Zitat: Die Frage der Vernichtung lebensunwerten Lebens ist schon vor der
der Machtübernahme durch Hitler wiederholt in juristischen, medizinischen und theologischen Kreisen erörtert worden. Wenn die Vernichtung lebensunwerten Lebens auch meistens aus weltanschaulichen und rechtspolitischen Gründen abgelehnt wurde, so fanden sich doch auch namhafte Vertreter, die sie befürworteten, Zitat Ende, aus dem Eingang des Urteils. Mit diesen beiden Sätzen beginnt die Begründung des Urteils, dass das Landgericht Tübingen am 5. Juli 1949, also vor inzwischen mehr als 70 Jahren, im sogenannten Grafeneck-Prozess auf Schloss Hohentübingen gefällt hat. Auch wenn diese beiden Eingangssätze historisch nicht als falsch bezeichnet werden können, irritieren sie aufgrund ihres apologetischen Untertones am Beginn des Urteils im Grafeneck-Prozess. Zugleich deutet sich in dieser gerichtlichen Ouvertüre bereits der Prozessausgang an, sollte das Verfahren für die insgesamt 8 Angeklagten doch erstaunlich glimpflich enden. So wurden gleich 5 der 8 Beschuldigten freigesprochen. Bisschen mehr als die Hälfte, wir haben vorhin gesehen, so die Hälfte war es insgesamt. Eine Angeklagte wurde mit 1,5 Jahren Gefängnisstrafe, nicht Zuchthaus, damals gab es noch den Unterschied Zuchthaus-Gefängnis, heute gibt es nur noch Freiheitsstrafe. Ein weiterer Angeklagter mit 2 Jahren Freiheitsentzug belegt. Und selbst der Haupttäter, der Obermedizinalrat Otto Maute, erhielt nur eine angesichts der Monstrosität der vorgeworfenen Straftaten als überaus milde zu bezeichnende Gefängnisstrafe von lediglich 5 Jahren. Wie kam es zu diesem Urteil? Lassen Sie mich einige Worte über den Prozess und seinen Ausgang verlieren. Wichtig ist, sich zunächst vor Augen zu führen, dass in Tübingen nicht die Hauptverantwortlichen der Tötungsaktion an den mehr als 10.000 nach Grafeneck verschleppten Personen abgeurteilt wurden. Denn selbige waren zum großen Teil bereits tot. Philipp Buhler und Karl Brandt, die Hitler im Oktober 1939 per Geheimerlass beauftragt hatte, Zitat, die Befugnisse namentlich zu bestimmen der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann, Zitat Ende, und die damit die NS-Euthanasie durchführten, waren nicht mehr am Leben. Buhler beging im Mai 1945 nach seiner Verhaftung Selbstmord. Hitlers Begleitarzt Brandt wurde im August 1947 im Nürnberger Ärzteprozess von einem US-amerikanischen Militärgericht zum Tode verurteilt und im Juni 1948 hingerichtet. Eugen Stähle, der im Innenministerium Württemberg als Ministerialrat das Gesundheitswesen leitete und für die Auswahl Grafenecks als Ort der Tötungsaktionen und die Durchführung derselben in Württemberg verantwortlich zeichnete, starb im Jahr 1948 als Untersuchungshäftling im Kreiskrankenhaus Münsingen, wobei der noch Aussagen gemacht hat, der war ja inhaftiert, die man dann sehr umfänglich auch im Grafeneck-Prozess verwertet hat. Anders erging es allerdings Horst Schumann, berüchtigt, der Grafeneck als verantwortlicher Arzt aufbaute und von Januar bis Juni 40 die Tötungsaktion leitete. Schumann, später auch mit Menschenversuchen im KZ Auschwitz beschäftigt, konnte zunächst nach dem Krieg unbehelligt in Gladbeck als Arzt praktizieren, bevor er sich im Jahr 1951 aufgrund Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Tübingen gesucht nach Afrika absetzte. Erst im Jahr 1966 nach Deutschland ausgeliefert, wurde er bereits im Jahr 1972 wegen Verhandlungsunfähigkeit aus der Untersuchungshaft entlassen. Dennoch starb er erst 11 Jahre danach im Mai 1983 in Frankfurt. Ernst Baumhardt, wobei man offensichtlich streitet, ob das ein D oder ein T ist. Ich glaube, inzwischen ist es ein D. Ich habe mir mal die Unterschrift auf einer Originalakte angeguckt. Ernst Baumhardt, Nachfolger Schumanns als leitender Arzt in Grafeneck bis zur Auflösung des Lagers im Dezember 40, verrichtete ebenso wie sein Stellvertreter Günter Hennecke später Kriegsdienst als Marinearzt auf U-Booten. Beide kamen im Jahr 1943 bei U-Boot-Angriffen ums Leben.
Dieser Überblick zeigt, dass das Landgericht Tübingen nicht über die Hauptverantwortlichen der Anstaltsmorde zu befinden hatte. Dennoch repräsentierten die 8 Angeklagten unterschiedliche Hierarchiestufen und Verantwortungsbereiche der Geschehnisse in Grafeneck und stellten insoweit salopp formuliert eine bunte Mischung dar. Es fehlen eigentlich nur die hohen NS- oder Euthanasiefunktionäre. Sie erinnern sich an diese 5-Verteilung von vorhin. 8 Personen waren im Grafeneck-Prozess angeklagt, eigentlich nicht allzu viele, wenn man bedenkt, dass sich im Hadamar-Prozess, Hadamar in Essen, auch später Vernichtungsanstalt, vor dem Landgericht Frankfurt allein 25 Personen vor Gericht wiederfanden. Werfen wir einen kurzen Blick auf die einzelnen Angeklagten und die ihnen vorgeworfenen Straftaten. Zunächst zu den Medizinern. Hauptangeklagter war Otto Maute, den man als Schreibtischtäter bezeichnen kann. Er wurde im Jahr 1892 in Derdingen als Sohn eines Forstmeisters geboren. Maute war als Obermedizinalrat, wie es damals hieß, Sachbearbeiter für das Irrenwesen im württembergischen Innenministerium und dort direkt dem bereits genannten und in U-Haft verstorbenen Ministerialrat Eugen Stähle unterstellt. Da die Euthanasieaktion seinen Zuständigkeitsbereich betraf, war er in großem Umfang an der Organisation und Durchführung der Euthanasie in Württemberg beteiligt. Zitat aus dem Urteil: Er hat die auf diesem Gebiet erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen bearbeitet, die Erlasse vorbereitet und sie zum Teil auch selbst unterzeichnet. Zitat Ende. Unter anderem gab Maute innerhalb seiner Tätigkeit Transportlisten an die Anstalten heraus, auf deren Basis die Patienten nach Grafeneck verbracht wurden. Der Mediziner Alfons Stegmann, ich habe kein Bild von ihm gefunden, war der jüngste angeklagte Arzt. Er wurde 1908 in Granheim im Landkreis Ehingen geboren. Von November 39 bis August 40 fungierte er als stellvertretender Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten. Aus Zwiefalten wurden dann die Patienten und Patientinnen verbracht nach Grafeneck. Seine Nachfolgerin wurde die Mitangeklagte Martha Fauser. Stegmann fertigte in Zwiefalten Transportlisten aus und ließ Kranke an die Transportführer ausliefern, die diese nach Grafeneck verbrachten. Daneben wählte er auch selbst Kranke für die spätere Tötung aus. Die Psychiaterin Martha Fauser, die muss eine schillernde, sag's mal vorsichtig, eine schillernde Figur gewesen sein, wurde im Jahr 1889 in Stuttgart geboren. Fauser wurde im September 40 als Nachfolgerin von Stegmann die stellvertretende Leitung der Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten übertragen, die sie bis zum August 1945 begleitete. Aus ihrer vorangegangenen Tätigkeit als Assistenzärztin in der Heilanstalt Weißenau wusste Fauser von der Euthanasieaktion und fertigte dennoch in Zwiefalten Transporte ab. Im Dezember 40 wohnte sie selbst einer Tötung in Grafeneck bei. Der Facharzt für Psychiatrie, Max Eirich, kam im Jahr 1897 in Stetten am Kalten Markt zur Welt. Seit April 1933 war er Landesjugendarzt in Württemberg, interessanterweise dann nach dem Prozess wieder. Er besuchte auf Bitte von Otto Maute mit diesem zusammen Einrichtungen, um die dort untergebrachten Kranken zu erfassen und dem Transport nach Grafeneck zuzuführen. Über die angeklagten Ärzte ist übrigens erst im letzten Jahr ein sehr interessantes Buch der Medizinerin Verena Christ erschienen. Christ geht darin anhand reichen Quellenmaterials, unter anderem der Frage nach, Zitat, ob es seinerzeit gleichsam einen Typus des Euthanasiearztes gegeben hat. Sie kommt natürlich, hätte ich beinahe gesagt, zu keinem eindeutigen Ergebnis. Kann man sich auch schwer vorstellen, wenn man jedenfalls Kriminologie betreibt. Die Ursachen von Straftaten sind doch so vielfältig, dass es mit einer Typenbildung meines Erachtens eher schwierig, absehbar schwierig ist. Wobei man sich natürlich schon, also das ist ein schönes Buch, wobei man sich natürlich schon fragen kann, wie kommen Ärzte dazu, die heilen sollen, ja, Leute zu vernichten. Neben diesen 4 Ärzten befanden sich auf den Tübinger Anklagebänken auch 2 Krankenpfleger und 2 als Standesbeamte eingesetzte Personen. Der Krankenpfleger Heinrich Unverhau wurde im Jahr 1911 im Landkreis Goslar geboren. Im Jahr 1939
wurde er, wie das Urteil feststellt, in Berlin notdienstverpflichtet und nach Grafeneck versetzt. Dort hatte er Krankentransporte zu begleiten und die den Getöteten abgenommenen Kleidungsstücke zu verwalten. Nach der Schließung Grafenecks übte er dieselbe Aufgabe in Hadamar und in weiteren Vernichtungslagern aus. Dennoch wurde Unverhau nie verurteilt. Das war für mich auch nochmal eindrucksvoll in der Vorbereitung zu dem Vortrag. Man kann im Internet inzwischen verfolgen, wie oft er vor Gericht stand. Das ist schon eindrucksvoll und er ist nie verurteilt worden aufgrund seiner verschiedenen Tätigkeiten. Das macht einen so ein bisschen, ja doch, also annähernd fassungslos. Die Krankenpflegerin Maria Abhinger, geboren 1903 in Nürnberg, war genauso wie Unverhau Notdienst verpflichtet und nach Grafeneck versetzt worden. Dort begleitete sie die Krankentransporte. Später wurde sie in derselben Tätigkeit in der Vernichtungsanstalt Sonnenstein eingesetzt. Sonnenstein ist bei Pirna, wenn Sie mal in die sächsische Schweiz fahren. Ich bin da leider warm, bin den Kindern unterwegs. Ich glaube, die haben inzwischen auch eine Gedenkstätte, ne? Da drin. Ich konnte aber nicht rein, also muss ich noch nachholen. Ob Abhinger auch Kranke in die Gaskammer geführt hat, ist unklar. Schließlich waren zwei als Standesbeamte eingesetzte Polizisten angeklagt, die an der Verschleierung der in Grafeneck begangenen Verbrechen mitgewirkt hatten. Dies stellt übrigens eine Besonderheit des Tübinger Verfahrens dar, denn in keinem anderen Euthanasieverfahren hatten sich in den Tötungsanstalten tätige Polizisten oder Standesbeamte zu verantworten. Der im Jahre 1897 in Steinheim im Kreis Heidenheim geborene Kriminalkommissar Jakob Wöger wurde im Dezember 1939 vom Inspektor der Sicherheitspolizei aus Stuttgart nach Grafeneck abkommandiert. Ich glaube, von hier mehr oder weniger, ne? Der spielte hier auch eine Rolle. Dort hatte Wöger in der Funktion eines Standesbeamten falsche Todesursachen, Sterbedaten und Sterbeorte einzutragen, um die Euthanasieaktion zu verheimlichen. Die haben sich schon Mühe gegeben, könnte man sagen. Sterbebücher wurden von ihm zur Verschleierung immer wieder neu mit einer niedrigen Sterbezahlnummer begonnen. Ob Wöger daneben in Grafeneck auch polizeiliche Aufgaben wahrnahmen konnte, nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Nach seiner eigenen Einlassung, der das Gericht aber nicht folgte, will er erst im Laufe der Zeit die tatsächlichen Vorgänge in Grafeneck bemerkt haben. Der letzte der Angeklagten, da habe ich auch kein Bild gefunden, der Kriminalsekretär Hermann Holzschuh, wurde im Jahr 1907 ebenfalls in Stuttgart geboren. Auch Holzschuh wurde von der Kriminalpolizei in Stuttgart nach Grafeneck abkommandiert. In Grafeneck erfüllte er weitgehend dieselben standesamtlichen Aufgaben wie sein Kollege Wöger. Der Prozess selbst währte nur knapp einen Monat. Wenn Sie an heutige Strafprozesse denken, ist das natürlich auffallend kurz, ohne dass ich das werten möchte. Was auch, oder jedenfalls für heutige Verhältnisse angesichts der vorgeworfenen Straftaten und der Zahl der Angeklagten als kurz erscheint. Die Urteilsurkunde, die man eben im Internet jetzt einsehen kann, umfasst im Original 54 Seiten. Am Ende des Prozesses wurden außer den drei Ärzten Maute, Stegmann und Fauser alle Angeklagten freigesprochen, die anderen fünf. Im Übrigen wurden, wie erwähnt, vergleichsweise niedrige Gefängnisstrafen verhängt. Wie ist das Urteil des Landgerichts Tübingen vor dem Hintergrund der vorhin referierten deutschlandweiten Rechtsprechung zu bewerten? Zur Rechtsgrundlage. Das in der französischen Besatzungszone belegene Landgericht Tübingen bestrafte zwei der drei Verurteilten, die Ärzte Maute und Stegmann, nicht wegen eines Tötungsdelikts nach dem Strafgesetzbuch. Sie erinnern sich, die Frage, wendet man das Strafgesetzbuch an oder das Kontrollratsgesetz Nummer 10 oder vielleicht sogar beide? Vielmehr zog es als einziges westdeutsche Gericht den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit nach dem KRG Nummer 10 heran. Die Richter gingen davon aus, dass das alliierte KRG Nummer 10 eine Spezialregelung sei, welche die gleichzeitige Bestrafung nach deutschem Strafrecht ausschließt. So ganz plausibel ist mir das ehrlich gesagt nicht. Die Ärztin Fauser wurde wegen dreier Einzeleuthanasien unter der Zubilligung mildernder Umstände nach § 213 verurteilt. 213 ist ein minder schwerer Fall des Totschlags.
zur Beteiligungsform. Obwohl die Wahl der Beteiligungsform bei der Anwendung des KRG Nummer 10 keinen Einfluss auf die Strafhöhe hatte, die hätte es nur beim Strafgesetzbuch gehabt, verurteilten die Tübinger Richter die beiden Ärzte Maute und Stegmann ohne nähere Begründung wegen Beihilfe, nicht wegen Täterschaft, sondern wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zur Rechtfertigung. Auch in Tübingen haben die Richter in Übereinstimmung mit der ganz herrschenden Meinung die rechtliche Wirksamkeit und somit eine rechtfertigende Wirkung des Führererlasses Hitlers aus formellen und materiellen Gründen verneint. Der Urteilstext führt dazu aus, Zitat, diese Ausrottungsaktion ist in ihrer ganzen Heimtücke und Verlogenheit bei der Durchführung eine so schwere Verletzung der primitivsten Rechte und Pflichten der Menschheit gewesen, dass keine Macht imstande ist, ihr den Stempel des Rechts zu geben. Zitat Ende. Zur Entschuldigung. Im Grafeneck-Prozess vor dem Landgericht Tübingen konnten die Richter den Einwand der Angeklagten, sie hätten kein Unrechtsbewusstsein gehabt, in knapper Form zurückweisen. Grund dafür war, dass für die Bestrafung wegen eines Verbrechens nach dem KRG Nummer 10 nach herrschender Ansicht das Vorliegen eines Unrechtsbewusstseins überhaupt nicht erforderlich war. Also die beiden Rechtsgrundlagen hatten unterschiedliche, in Anführungszeichen, Vor- und Nachteile, kann man sagen auch. In der gesamten Euthanasie-Rechtsprechung bejahten insgesamt nur zwei Gerichte das Vorliegen eines Nötigungsnotstandes. Eines davon war das Landgericht Tübingen. Dieses nahm für die vier Angeklagten Unverhau, Abhinger, Holzschuh und Wöger in dubio pro reo einen Nötigungsnotstand an und sprach diese in der Folge frei. Das Gericht sah es zwar nicht als erwiesen an, dass die Drohungen mit dem Tod bzw. der Verbringung ins KZ im Ernstfall verwirklicht worden wären, es sei aber nach den Erfahrungen der damaligen Zeit nicht zu widerlegen, dass die Angeklagten dies zumindest geglaubt hätten. Also man billigte ihnen zu, dass die Angst hatten, dass, wenn sie da nicht mitmachen, dass ihnen dann Böses geschieht. Wobei man weiß anhand von verschiedenen Beispielen, dass Leute Widerstand geleistet haben und es war folgenlos oder weitgehend folgenlos. Zum stillen Widerstand. Das Landgericht Tübingen hielt das Eingreifen eines übergesetzlichen Entschuldigungsgrundes in den Fällen des stillen Widerstands unter engen Prämissen für möglich. Dazu überzeugen der Richter zwei der drei angeklagten Ärzte, Fauser und Eirich, nicht zu widerlegen war, dass sie alle vorhandenen Möglichkeiten zur Rettung von Kranken ausgenutzt hatten, sprachen die Richter die Angeklagten wegen ihrer Tatbeteiligung an der Aktion T4 frei. Ich versuche ein Fazit. Damit zeigt auch der Grafeneck-Prozess exemplarisch alle Schwierigkeiten, die mit der strafrechtlichen Aufarbeitung staatlichen Unrechts verbunden sind. Der Konflikt zwischen positiv gesetztem, aber ungerechtem Recht einerseits und überpositivem Naturrecht andererseits. Die Zulässigkeit einer rückwirkenden Bestrafung staatlichen Unrechts, des KRG Nummer 10, trat ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft. Sowie das Problem der Zumutbarkeit des Widerstands des Einzelnen im Fall staatlichen Terrors beschäftigen Gerichte in ähnlichen historischen Situationen weltweit bis in die heutige Zeit. Offensichtlich stößt eine justizförmige Vergangenheitsbewältigung staatlich organisierter Gräueltaten, wie sie uns in Grafeneck begegnen, schnell an ihre Grenzenbetonung auf staatlich organisiert, ne? Wenn dann Umbrüche kommen. Das beweisen die Urteile zum Nationalsozialismus ebenso wie in der jüngeren deutschen Geschichte die Aufarbeitung des im Übrigen selbstverständlichen Ausmaß nicht zu vergleichenden DDR-Unrechts. Darüber hinaus stimmt es nachdenklich, wenn am Ende des Verfahrens 10.654 in Grafeneck getöteten Personen 8 Angeklagte und gar nur 3 Verurteilte gegenüberstehen, die schließlich nicht einmal eine weitere Zeit im Gefängnis verbringen mussten. Das ist in dem Buch von der Verena Christ auch schön beschrieben. Die hat dann noch geguckt, was ist aus den Verurteilten danach geworden, also den verurteilten Ärzten. Und keiner von denen musste ins Gefängnis, obwohl sie, also die waren zum Teil vorher in Untersuchungshaft, aber in Strafhaft kam dann niemand mehr. Die durchaus sehr problematischen
Gründe für dieses überaus milde Urteil des Landgerichts Tübingen, dass die später in der Bundesrepublik einsetzende weiche Linie gegen NS-Täter quasi vorgenommen hat, habe ich in meinem Symposiumsbeitrag detaillierter darzulegen versucht. Das Hauptverdienst des Tübinger Verfahrens liegt sicherlich in der Nachzeichnung der historischen Geschehnisse, die Akten sind bis heute noch interessant, und der Feststellung einer genauen Zahl der Getöteten. Was die Ächtung dieser Verbrechen generell angeht, hätte man sich unzweifelhaft eine deutlichere Sprache der Tübinger Richter gewünscht. Genauso wünschenswert wäre ein größeres Interesse der Tübinger Bevölkerung an dem Grafeneck-Prozess gewesen. Denn aus heutiger Sicht ist es kaum nachvollziehbar, dass das Schwäbische Tagblatt am 9. Juni 1949, also zum Prozessbeginn, titeln konnte, Zitat, der Fall der 10.654 Tötungen hat 35 Zuhörer in den Rittersaal gelockt, Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund halte ich das in den letzten Jahren neu erwachte Interesse an den Geschehnissen in Grafeneck, zu der natürlich auch die heutige Veranstaltung beiträgt, für ein ermutigendes Zeichen. Vielen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben.